talk about another kind of world. What are you afraid of? I'm lost in old ways. I'm not afraid. Thank you.
Hallihallo, buenos dias, willkommen, dobri dien. Da sind wir wieder. Ja, starten wir mal. Passwort. Tipp. Schlafen hier die ganzen Tiere bei uns? Gibt's ja gar nicht. Ach, ich habe keine Weile mehr. Brauchen wir Pfeile? Mensch, geht das hier schon weit runter. Im Baumschulenlager gibt es einen Wagen. Cool. Cool. Irgendwie wachsen die Bäume hier nicht. Ich pflanze mal noch mal welche.
Sind die schon wieder weg? Was soll denn das? Ich hab die doch gerade hin gepflanzt. Fünf Realtage. Dann war der noch nicht ausgewachsen, den ich gerade gehackt habe. Aber der stand dann hier oben auf dem Wall. Dann können wir den wenigstens den Wall hier schon mal wegmachen. Mensch, da passt ja richtig was rein. 1400 Kilo. Ja, habe ich gelesen. Das steht ja hinten dran, ne? Kleiner Hase. Da passt doch eine Menge rein, ne? Also gar nicht schlecht. Damit schöpft es sich natürlich deutlich schneller, wenn man irgendwas abtragen möchte, ne? Zum Beispiel jetzt, um die Baumschule zu vergrößern. Okay. Da muss man erstmal klarkommen mit, wie der Wagen so funktioniert. Uah. Ist schon mal deutliche Verbesserung gegenüber sonst. Kannst mal eben stehen bleiben und drehst dich dann bloß. Also coole Sache. Geht dann noch richtig fix und muss ich bloß sehen, wie man das denn umlädt. Ob ich von dem Karren direkt ins Lager lagern kann oder so. Das würde natürlich noch besser sein.
Ach so. Okay. Ich muss erstmal mit den Karren ja klarkommen, wie der lenkt und so. Das ist gar nicht so einfach. Oh, Karre ist voll. Ach, die zieht man denn so hinter sich her? Ah. Kabu, willkommen. Das ist ja sau cool. Points. Ja, cool. Hast ja richtig lange geschuftet da dran, oder? Die ganze Nacht durchgemacht, wa? Und wo hast Schilder aufgehängt? Du bist nach unten hingekommen. Da geht's doch gar nicht mehr weiter, oder? Ja, schick, schick. Ach, da oben. Fabrikwerkstatt, okay. Habe ich ja nicht gesehen zuerst. Rennt man gleich daran vorbei. Ah, ich will gar nicht wissen, wie lange da gesessen hast und geschuftet hast.
Muss doch erstmal was essen. Was machen eigentlich die Wölfe hier? Haut mal ab. Ihr verdammten Wölfe. Ach du meine Güte. So lange hast du noch geschuftet. So, ich habe jetzt 6,7 Proteine und Fett, also ich brauche Carbs und Vitamine. Am besten zu gleichen Teilen. Hm. Okay, ja, sehen wir denn. Lass mich erstmal hier ernten alles. Deslock, willkommen. Ach, Reis, ach, Reis, ach, Reis. 6 Weizen, das lohnt sich ja auch schon mittlerweile. 2 Rübensamen. Mais. Mais-Samen. Ein Baum? Ich habe hier einen Baum gepflanzt. Nur noch ein Heidelbeerbusch, das geht ja gar nicht. Die Papaya ist auch kaputt. Gut, haben wir noch irgendwelche Samen? Dann pflanzen wir erstmal. Mais. Rübensamen. Der Rest sind alles Früchte, ja. Dann machen wir die Pilze mal hier im Schatten. So. Die Rüben vielleicht eher in der Sonne. So, dann stellen wir den Mais auch noch daneben.
Okay. Kein Kraftstoff mehr. Nein. Boah, habt ihr ein Glück, dass ich eine Mute-Taste habe, wenn ich niesen muss. Das wäre unschön geworden. Wir können noch so ein Bonnock-Brot bauen, genau. Ein so ein Farnsalat. Der Rest kann erstmal warten. Schmeißen wir ins Lager. Pilze, wo haben wir die Pilze? Da. Tomatoes, da. Glaubst gar nicht, wie viele Tomaten wir hier schon haben, ey. Champignons da. Getreide. Rüben haben wir ja aber. Mais haben wir ja auch. Gut. Erstmal die Sachen hier rein, dass ich das produzieren kann. Nochmal 31 Minuten, dann machen wir das Giveaway zu. Yes. Plus. Roh. Congrats, congrats. So, multiple choice. Uno momento. Speichern, speichern, go. Und Azux, willkommen. Open. So. Machen wir noch ein Chatspiel. Weizen und 30 Mais. Auch so aktuell, okay. Weizen haben wir 3, Mist. Warte mal. Ich baue hier nämlich gerade was aus Weizen. Ist das schon fertig? Vielleicht kann ich das ja wieder abbrechen. Ah, Mist, ist schon fertig. Mais.
Nur eisig. Jupp, jupp. Versuche ich mir zu merken. Bringe ich dir schnell mal vorbei. Schmeißen wir das schon mal rein, was wir haben. So. Grand Item, was nehmen wir denn hier? Da, sowas. Bitteschön. Yeah! Neues Level beim Kochen. Endlich. Na, möglicherweise ziehe ich dann nachher gleich nochmal los und sammle noch ein bisschen Weizen. Weil so viel in Massen haben wir jetzt auch nicht rumliegen. Dann kann ich noch ein bisschen Saatgut sammeln und so was. Ist schon mal erstmal total Bombe, dass wir einen Wagen haben oder sogar zwei. Totally awesome. Nein, Pintail, I live on a medium city, not a big city, about 15 to 20k people, so not not a farm owner. But when you live on a farm in the middle of America, you are lucky. Not much pollution, not much traffic. So, congrats.
I work also on a computer, but I can't do homework. Company not allows it. So I have to drive 20 kilometers, about 12, 13 miles, I think. But I'm happy with my city. I have a fiber connection. I'm one of the first owners of fiber connection in my city. ...300 megabit symmetric, so 300 megabit downstream and 300 megabit upstream. So on farms you maybe have not so good internet. Oh, I'm happy. I don't need a farm. I'm not the type of a farmer. In the game, it looks easy, but in real life, it's never been easy, I think. So it's okay for me. I don't need a big city with all the pollution and traffic and so on. Oh, in the middle of nowhere, you are very blessed. In Germany, if you not live in a big city, you almost not have a good internet connection. Big cities, yes, but small cities, like I said, I'm one of the first ones with a fiber connection in my city. I had before cable before, it was okay, but not really much upload bandwidth. It had 25 megabit upload and was 45 euros per month. Now I have fiber connection with 40 euros per month. So it's okay, I'm happy.
5 Baumstamm. Attila, willkommen. Ja, yeah, Pintail, I agree, but I know the names of my neighbors, but I don't really care about them. This is maybe in very small towns true, but in my town 50 to 20k people, I don't think it's true that they care much for their neighbors. Ach so, Tanja, kannst du mal irgendwie so eine Dirt-Ramps wieder anreißen? Wir haben hier im Mining-Fahrstuhl schon ganz schön viel Erde drin stecken. Yeah, we don't have that in my town. We have some supermarkets and they don't know the names too much people. But I don't care if some business talk to me with name. I'm happy here in my small town. I don't need much fast internet. That's priority number one. Okay, ja, probiere ich gleich mal aus, Tanja. Schieb die noch schnell voll, die Schubkarre hier, und dann probiere ich das.
I not think my English is well. I had in my 10-year school 1 hour English, and I have learned English from by myself from the internet. That's why I have the so strange accent. Some words I don't know. I like computer programming, scripting. So a few words from there, a few words from reading of the internet. Welcher Tisch macht denn hier die Dirt Rams? Die Werkbank? Ja, okay. Das da. Nimmt er sich gar nicht. Beim Wagentisch sagte, hatte es geschrieben. Warte, mache ich hier wieder raus. Nimmt er sich nicht. Blockiert, benötigt Erde, obwohl ich das zugeordnet habe. Schubkarre, Lagerplatz. Jetzt wollte ich mit dir schon Englisch reden, Tanja. Siehst du das hier im Stream? Ich habe den Haken hier reingemacht, verknüpftes Lager, und trotzdem macht er das nicht. Nimmt er nicht raus. Siehst du ja hier oben, ich bin in Hases Wagentisch, Wagenmachertisch, und hab den Haken hier bei Charlie Forces Schubkarre gemacht, und trotzdem nimmt er sich das nicht raus. Berechtigung habe ich auch. Und du hast hier 91 Dirt Ramp. Ist das? Der grüne Haken hier ist drinne. Ich musste dich bei meiner Schubkarre erst zulassen, okay. Warte, dann mache ich Haken nochmal raus und nochmal rein. Okay, jetzt nimmt er das. Okay. But Pintail, for me, it was more important to learn English. For you, it's not so important to learn German. Almost everything is in English.
You see some parts of this game is English, so if I not can read English, I'm screwed. But the most of the English texts I understand. It's more the pronouncement when I talk, how to pronounce some words. So I don't think my English is so great. And I only use words I know. Let's start another chat game. Power Shooter, danke für dein Loot. Danke, danke. Und willkommen. Ist der schon wieder voll, der Wagen? One second, Mr. Pintail. Ach, jetzt ist er schon wieder leer. Verdammt. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, apropos Malbuch. Ich muss noch mal meine Schippe reparieren und dann werde ich mal losziehen, Weizen suchen. Nein, nicht alles.
So. Wo hast denn du deinen Brennofen zu stehen? Ach da. Oh, was hast du denn hier Schönes? Alles Bohnenpaste, eine Mühle. Muss der Brennofen, der geht noch gar nicht, ne? Der meckert hier. Dass dein Raumtier nicht reicht. 0,83 auf out of needed one. Stehst du auf dem Windrad? Cool. War jetzt schon schöne Tast. Cool, cool. Gut, ich gehe dann mal so einen Weizen besorgen, ne? Damit wir das mit der Mühle hinkriegen. Lass mich mal überlegen, wo habe ich das letzte Mal Weizen gefunden? Sollte vielleicht noch was zu essen mitnehmen. Nehmen wir noch ein bisschen was zu essen mit. So. Ich tiger dann mal los und besorge ein bisschen Weizen. Dann kriegen wir bestimmt auch noch ein bisschen Weizensamen, hat man welches anpflanzen können. Gibt ja hier oben auch noch schon Weizen. Mal hochtigern hier. Komme ich hier nicht hoch? Nee. Komme ich nicht hoch.
Kein Weizen in Sicht. Weizen. Zwei Weizensamen, super. Mais haben wir schon so viel. Mais lasse ich mal stehen. Ein bisschen Kürbis sammeln, dass wir da auch Kürbis anbauen können. Diese Rüben sind auch immer ganz nice. Okay. Pflanzenfasern geht ja fix, ne? Also da brauchst du ja bloß mal in die Welt hier mit deiner Sense reinhalten und dann hast du ja schon. Also das sollte, da brauchen wir nicht lange suchen nach Pflanzenfasern, sag ich mal so. Aber siehst du ja nach Weizen sammeln suchst du schon ein bisschen länger, ne? Ist ja nicht so leicht zu finden. Am besten von oben mal ein bisschen gucken. Hier ist noch eine Ananas, nehmen wir. Aber wie ich sagte, Weizen ist gar nicht so einfach zu finden. Wir können ja auch auf der Karte schauen. Pflanze, Weizen.
Da soll wohl viel Weizen sein, okay. Und hier, die reicht dann auch mal hin. Den Rest lassen wir mal, weil wenn ich das alles ernte, dann haben wir nachher auf der ganzen Welt kein Weizen mehr. Stadt 1. 260, 263. Ja, in die Richtung. Tiger war mal. In der Zeit können wir gleich noch ein bisschen Papaya sammeln. Mais kann man noch nie genug haben. Okay, den Rest lassen wir mal stehen. Ich bin nämlich schon wieder fast voll. Hier ist total das Weizen. Paradies. Und drüben gibt ja auch. Nein, Reis. Reis wollte ich doch gar nicht.
Vielleicht noch ein bisschen Agavenblätter sammeln. Wenn wir schon mal hier sind. Was gibt Pflanzenfasern, wa? Beryl Cactus Seed. Okay. Daneben. Du kannst aber auch rennen, du Sau. Wo bist du? Tomaten haben wir selber genug. Da ist noch mal Weizen. So, das reicht wohl. Können wir die anderen Marker auch entfernen?
Dann sammle ich hier auf dem Weg noch ein bisschen Pflanzenfasern. Ah, voll, okay. Wo soll ich die Pflanzenfasern hin tun, Tanja? Weil, wenn ich die hier in den Mining-Fahrstuhl reintue, dann sind die ja sofort in Verarbeitung, ne? Hast du irgendwo ein Lager für diese Pflanzenfasern? Oder soll ich die in dein Lager hier packen? In den Holzkarren, dann kannst du die dahin tun, wo sie brauchst. Tu die mal hier in deinen Holzkarren. Wegen Stoff und so, ne? So. Und hier waren noch... Was waren was? Schneidertruhe. Okay. 13 Weizen. Okay. Das ist gut. So. Dann produziert jetzt schon mal das Mining Milling Skillbook. Im Weizenbrei kann ich dann eigentlich auch schon mal gucken, ob ich den herstellen kann. Den brauchen wir ja auch. Basteln wir noch Weizenbrei. So.
Ach, Lagerfeuereintopf braucht jetzt Präriezwiebel. Gegrillte Präriezwiebel. Das ist die blaue, okay. Das wusste ich gar nicht. Dann tigere ich gleich nochmal los. Ach ne, Agavensamen behalte ich mal. Die Agavenzeug kommt da hin. Was ist das? Beryl Cactus Seed. Legen wir erstmal hier unten hin. Ananas. 36 Rüben. 36 Kürbisse. 15 Papaya. 1 bisschen Reis. Eis kommt dahin. So. Dann haben wir schon mal alles, was irgendwie wichtig ist. Agavensamen. Dann noch das Fett auslassen hier. Damit wir ein bisschen von dem anderen Zeug haben. Wo war denn das? Oh, brauche ich 3 Fleisch. Nein. Nein. Dann machen wir noch 2 gegrillte Fleisch draus. So. Kommt da vor. Muss ich die einrichten, okay? Wenn ich das ausgehoben habe, musst du vor dem Bau beanspruchen und mir freigeben. Spätestens morgen kannst du deine Wohnungsgebiete beanspruchen, okay? Ja, sag einfach Bescheid, wenn du soweit bist. Sag einfach Bescheid, wenn es soweit ist. So, haben wir das. Was wollte ich denn jetzt noch sammeln? Diese olle Zwiebel, ne? Erstmal Samen pflanzen, genau.
So. Dann tauschen wir noch mal die Sense gegen die Sense. Schriftrolle. Okay. Malen, okay. Mal wieder ordentlich Grundstück zu erkunden. Ja, muss ich ja erstmal leveln, ne? Und wenn ich das nächste XP-Charakter-Ding habe, muss ich mal gucken, was wir denn machen können. Okidoki. Achso, ich wollte jetzt diese alten Zwiebeln suchen, ne? Lilienzwiebel. Prairie. Wo die auch immer ist.
Wieder am Arsch der Welt. Ich suche mal nach dieser Prärielilienzwiebel. Nehm schon mal einen Bogen in der Hand. Schon so viel Viehzeug rumrennt. Boah, ist das duster. Headshot. Gibt ja ja nicht. Ich kann halt Bison hier wie eine Bergziege klettern. Schon wieder verloren, der Teil. Na egal, wir sind fast bei unserer Zwiebel. Ausgraben? Ach so. Zwiebel muss man ausgraben. Aha. Gut zu wissen.
59 Meter. Laufen wir noch dahin? Aber schade, dass ich bisher noch keinen Samen gefunden habe. Aber kann auch sein, dass man dann diese Zwiebelknollen pflanzen kann, ne? Ja, hattest du schon mal erwähnt, bloß ich wusste ja nicht, was ich mit Schaufel ernte, deswegen. Heidelbeeren hat man nie genug. Okay. Können wir die wieder entfernen, die Marker? Hier sind ja schon wieder Blaubeeren dran. Oder Heidelbeeren. Heidelbeeren, Blaubeeren, alles dasselbe.
So viel fahren hier. Was kann ich denn noch mal sammeln? Wenn ich schon mal hier bin und so viel fahren vor der Füße liegt. Na, möchte noch jemand was gewinnen? Mal ein Chatspiel starten. N7 bei Nachtigall. Wir haben noch sowas hier. Congrats. Oh, man hat falsche. Okay. Sind bloß Pflanzenfasern, naja. Okay. Komme ich darüber oben? Das ist ja auch ein Bergpass, ey.
Können wir gleich noch mal ein paar Pflanzenfasern. Wobei wir sammeln schon Level 5, cool. Gibt's ja gar nicht. Rotzfrech liegen die hier vor unserer Haustür rum. So, jetzt haben wir erstmal ordentlich was gepflanzt. Mal noch was, das sind Bohnen. Heidelbeersamen, auch ganz wichtig. Zwiebeln, die tauschen wir mal. Gut. Alter. Lomdo, willkommen. Greetings. Können wir dazu pflanzen? Nee, ne?
Nee, können wir nicht. Okidoki. Bohnen, diese Zwiebeln, Blaubeeren haben wir doch hier irgendwo auch gehabt. Okay. Schmeißen wir hier hin. Diese Zeug da rein. Müssten wir was essen, was proteinreich ist. Hm. Fisch. Gut, Fisch. Da brauchen wir ein bisschen Holz. Ich tue ein bisschen Pflanzenfasern in diese Truhe des Schneiders. Ich tue hier die Pflanzenfasern und deine Truhe des Schneiders, ne? Gut. Kann das auch schon mal produzieren. Dann hole ich noch ein bisschen Holz. Wir haben ja irgendwie jetzt kaum noch Holz. Die ist schon leer? Die ist schon leer, okay. Und danke fürs Loot, Power Shooter. Du hast Zahnweh und chillst auf dem Sofa, habe ich gar nicht gesehen, die Meldung. Das tut mir leid. Gute Besserung auf jeden Fall. Yeah!
Ja, läuft doch. Unersetzbar so eine Karre. Gucken, sind das alles ausgewachsene Bäume? Nee, ne? Der scheint ausgewachsen zu sein, aber bin jetzt auch unsicher. Wir probieren mal den. Was hatten wir denn hier für einen Code? Lass mal überlegen. 17. Tipp. Hier liegt ja noch ein Stamm, habe ich den letzten Mal nicht weggenommen. So viel Holz. Da hinten liegt auch noch ein Stamm. Boah, das ist denn hier alles. So viel Geäst noch. Was? Du bist zu hungrig, um meine Schubkarre zu ziehen. Ich drehe noch durch. Verdammte Axt.
So, was war das? Was brauchen wir denn? Wir brauchen Fett, wir brauchen Vitamine. Können wir denn noch so alles kochen hier? Er macht den Salat und danach macht er das und dann macht er Reis weiter. Okay. Brennofen arbeitet. Sehr gut, sehr gut. Zwiebeln an. Gut, gut, gut. Ach Gott, ich habe hier noch die Taschen voll. Auf den Bausamen. Zap, zap, zap. Hm? Wie lang?
Wenn man einmal einen Wagen hat, dann will man ja nichts anderes mehr haben, ne? Hallo Gerito, willkommen. Denn jetzt alles eingesammelt hier? Da liegt noch was. Warte, wenn wir das erste Auto haben. Das wird ja noch einen Moment dauern mit dem Auto, ne? Hey, wake up! Hey du Gerito, thanks for the follow. Ne, viel passt nicht mehr rein. In der Werkstatt habe ich einen eigenen Tisch. Okay, und was kann der eigene Tisch? Das jetzt bloß wegen den Bonus XP oder? Wozu ist der gut sonst? Ja, hallo. Hey du. And I, Valera. Greetings.
Der Nummerngenerator ist auch öfter gemein, ne? Guessing Battle. Who wins? Du wins. Congrats. let me see. I give you this. And because you are new, you don't have my badge. Yeah, also the badge. Wobei dein Hallo impliziert, dass du auch Deutsch kannst. Sonst hättest du Hello geschrieben. Mr. Pintail, thanks for the 10 T-Fuel. Thank you, thank you. This is our yes. Die Pfeil nach oben Taste links drücken, dann verschiebt sie die Sorte komplett. Das muss ich mal ausprobieren. Noch mein letztes Stück Holz. Gut, gut. Welchen Baum fällen wir jetzt? Den da. Ah, okay. Ein Landwirtstisch und die Shift-Taste, meinst du? Oder meinst du die Caps Lock Taste? Ja, probiere ich gleich mal. Bin natürlich über jede Hilfe dankbar.
Nächstes Opfer, der Baum. Probiere ich gleich mal aus, wenn die Karre voll ist. Und Landwirtschaftstisch, den gucke ich mir auch gleich an. Gib mir eine Minute. Muss ja sehen, was ich damit mache. So, wo liegt noch mein Stück Holz hier? Kennt Select Holzschaufel bei Carrying Baumstamm. Verdammt. No, I can't select Holzschaufel.
Nee, ne? Hat er mich jetzt ins Wasser geschubst? Na toll. Tolle Bugs hier. Jetzt liegt mein Wagen im Wasser. Muss ich gleich noch ein paar Holzrampen holen. Mich da wieder rausbauen. Ja, das war eben im Wasser. Das war ein Tisch nur für Charlie. Für mich? Okay. Kürbissamen, Papayasamen, Rübensamen, Steinpilzsamen. Bierenextraktdünger, Bodenprüfer. Faserfüllstoff, Holzfüllstofffüller. Salzkorb. Korb mit Salz drin. Okay, coole Sache. Coole Sache. Faserstoffe, die können wir ja mal hier in die Truhe Bücher, nee, Truhe des Schneiders. Okay. Also da eigentlich ein bisschen neben der Rampe da. Hat er mich so ins Wasser geschubst. Irgendwie hatte sich die Karre verhakt. Also wenn man hier so die Rampe runtergeht. Und hier so die Rampe runter geht. Hier unten irgendwo. Genau hier. Hier so unter mir. Hier ist die Karre. Ansonsten, ich habe Rampen dabei. Was, wie kriegt die Karre jetzt? Kann ich dir denn so eine Hand nehmen oder wie läuft das?
Oder kann ich mit der leeren Karre denn noch Berge hochgehen? Ach, mit Hammer. Ich habe keinen Hammer. Kannst du mir deinen Hammer mal in das Lager tun hier? Mein Hammer liegt im Lager. Ich habe bloß eine Axt hier. Einmal, please, dein Hammer. Müsste es eigentlich auch Zugriff darauf haben. Die. Auf den. Die Karre. Yay! Ich habe meine Karre wieder. So, ich habe deinen Hammer da wieder reingetan, ne? Schon wieder. Irgendwie komme ich hier nie richtig hoch, ey. Das ist doch Kacke. Kann hier nicht platziert werden. Was ist denn das? Lass mal das Lager noch stehen. Ich muss mir hier noch ein bisschen auch da ein bisschen mehr Fläche, um da rumzukommen. So. Das geht eigentlich nur wegen der Kurve, ne? Also, weil ich da unten so wenig Kurve hatte. Hier kann ich ja gerade drauf zulaufen. Also hier ist es nicht unbedingt notwendig. So, dann haben wir hier schon mal ordentlich.
Das hat doch funktioniert mit dem Shift. Hat wunderbar geklappt. Mit dem Umlagern. Lass mich mal gucken. Was wollen wir denn noch? Hey, Potato Bot. Hallo? Ja. Was brauchen wir denn noch an Samen? Farn wäre nicht schlecht. Farn haben wir mal sehr wenig. Und was noch? Vielleicht noch Papaya. Gabe, ja. Nehme ich auch mal mit. Ananas können wir auch mal. Samen gewinnen. Dann gehe ich jetzt mal an meinen Landwirtschaftstisch und probiere den mal aus. Was suchen denn hier Wölfe bei uns drinne? Hab ich mich gerade erschrocken, ey. Trotz frech die Viecher, ey. Bodenprüfer, ach so, benötigt Dünger. Fertigkeitsbuch. Dünger. Können wir das schon bauen, das Fertigkeitsbuch Dünger? Pflanzenfasern und Erde, das kriegen wir doch hin. Du. Pflanzenfasern hätten wir sogar in, naja, kann ich eben besorgen und Erde kriegen wir auch besorgt. Kannst du das schon mal anreißen, das Fertigkeitsbuch Dünger hier? Ich hole denn eben diese Pflanzenfasern. Okay. Muss dann gleich bloß noch mal was essen. Denke mal, so viel werde ich jetzt nicht rangefarmt kriegen. Jupp, jupp. Wie gesagt, ich denke, ich kann das jetzt gleich. So viel kann ich gar nicht erzeugen. Ich muss erstmal was essen. 3,4 Fett und Vitamine.
Habe ich Weizen eigentlich angepflanzt? Wenn nicht, dann müssten wir noch Weizen. Habe ich hier noch Weizen? Einmal. Okay. Ich sammle jetzt mal ein paar Pflanzenfasern. So, haben wir erstmal 184 Pflanzenfasern. Dreißig brauchen wir bloß, okay. Dann tun wir 30 in den Tisch hier rein, ne? Kann ich das in den Tisch da reinziehen hier auf? Ah, okay. Dann fehlt noch Erde. Das machen wir gleich mit der Erde. Haben wir hier noch Weizen? Die restlichen Fasern haue ich hier rein. Ach nee, die restlichen Fasern können wir. Blumentöpfe, okay. Ein Klo. Feuerschale. Kleiner Tisch. Holzschild. Holztür. Okay. Schneiderkiste. Produzieren wir da auch schon ein bisschen Stoff. Kohle in meine Erde.
Dreckskanickel, kommst du hier nochmal her, schieße ich dich tot. Er knabbert bestimmt unsere Samen weg, die ich gerade gepflanzt habe. Boah, erstmal einen Schluck trinken. Schon ganz trockenen Hals. Hello Jack. Welcome. If you want to win something, Jack, guess the number 1-30 is active. Nee, das war ja hier. Okay, dann läuft das auch eine Minute. Dann ist das erledigt. Cool, cool. Der nimmt schon wieder meine Erde nicht aus der Kiste, aus der...
Schaufel kaputt. Ah, okay. Ja, das ist doof gemacht, dass man das alles immer wieder neu vergeben muss, ne? Okay. Zugriff. Okay, danke schön. Schon richtig viele Grundstücksurkunden, wa? Noch ein Kanickel grillen hier. Was ist das? Ach so, meinem Landwirtschaftstisch ist hier kein Lager zugewiesen. Der weiß jetzt nicht, wo er das. Kann ich dazu einsammeln? Nee. Ach so. Okay. Nee, dann habe ich nichts gesagt. Und haben wir noch 4 Bretter, dann könnte ich so einen Bodenprüfer bauen. Würde ich auch gerne mal ausprobieren. Wo schmeißt der das hin? Wird bestimmt gleich verbraucht, ne, wenn er die herstellt.
hole ich noch ein paar Heidelbeeren, dann können wir Heidelbeerensamen noch herstellen. Ja, mach mal bitte eine Truhe. Kannst du auch zwei hinstellen übereinander. Dann kann ich da den ganzen Kram, den ich so herstelle, da reinschmeißen lassen und so. Das wäre nett. Weiß ja nicht, ob ich jetzt die Sachen in so eine Truhe passen oder dürfen oder ob das mit einem Lager nur geht. Wenn die Samen auch in eine Truhe passen, dann kannst du ja eine Truhe hinstellen. Läuft, läuft. Habe ich jetzt Agavensamen? Habe ich Weizensamen? Ananassamen? Okay, dann ordne ich die hier zu. Rohstoffsammellager, meinst du, ist das? Ah, ne? Macht er nicht von alleine? Okay. Doch, hat er reingeschmissen. Den Weizensamen. Hat geklappt. Hab da zugeordnet und dann schmeißt er da rein. Dann gehe gleich mal den Weizen pflanzen und die Agaven und die Papa Ananas und
Heidelbeeren bringe ich denn zurück? Oh, ich lasse dann schon 10 Heidelbeersamen. Ach so, wegen Erde und so, okay. Ja, aber hat funktioniert. Weizen schon wieder hat er den reingelegt. Denn hat geklappt. Dann pflanze ich das erstmal, was ich hier habe. Gut, haben wir das. Kommen die Bären zurück? Bohnen können wir ja mal versuchen zusammen zu machen. Wo ist dieses andere Kraut?
Gut, gut. An dem anderen Zeug könnte man auch noch was anpflanzen. Okay, diese Erbsen, kann man die denn direkt pflanzen oder was? Sieht fast so aus, ne? Probieren wir mal, ob wir die Erbsen direkt gepflanzt kriegen. Kriegt man. Pflanzen wir erstmal. Alles, was wir so haben.
Ja. Schon ordentlich vorangekommen hier mit der Vergrößerung des Gartens. Gibt bloß die kleine Herausforderung, dass hier irgendwie Kalkstein unter dem Boden ist. Darauf kann man ja nicht pflanzen, ne? Und gibt es da eine Mine? Dass das da noch ewig weitergeht. Oder soll ich da denn einfach einmal Erde drauf machen, dass das wieder zu ist?
Okay. Sammeln wir hier alles raus. Wozu baust du jetzt eine Glaswand? Soll ich dagegen laufen? Oder was wird das? Ein Gewächshaus? You guess it right. And no one wants to win.
No problem. Aber bau da bitte rechts nicht noch weiter, weil sonst komme ich mit der Schubkarre nicht mehr lang. Ne? Hier so. Sonst komme ich hier nicht mehr lang. Nur für mich? Meinst du, hast doch davon auch was zu essen und so? Okay. Ja, nur kein Stress. Das wird schon. Wenn wir jeden Tag ein bisschen Progress haben, dann reicht das ja schon. Jetzt mit dem Wagen geht das ja schon gut von der Hand. Ich habe sogar Lehm. Okay, sogar Lehm mit bei. Ach so, ja. Genau, Straßen und Laser ist auch wichtig. Zwar noch nicht jetzt,
Deswegen habe ich auch extra 60 Tage gemacht, dass wir uns nicht abhetzen müssen. Ich spiele das Game auch zum ersten Mal. Hatte nur eine Woche Urlaub. Jetzt muss ich wieder arbeiten immer. Bis 17 Uhr, also frühestens um 17.30 Uhr kann ich denn erst da sein. Außer ich habe da noch irgendwas anderes zu tun. Meistens muss ich ja immer noch einen Happen essen, also schaffe ich 17.30 Uhr und denke ich mal morgen auch nicht unbedingt. Aber ich versuche so gegen 18 Uhr da zu sein, denn... Naja, ich will ja auch Progress haben. Auch wenn es denn bloß ein paar Stunden sind. Ich weiß jetzt nicht so recht mit dem Leben anzufangen. Ich tue das hier in dieses Minenfrachtfahrstuhl-Lagerplatz, ne? Den Lehm. Oder soll das irgendwo anders hin? Draußen ist ein Lager, okay. Wie heißt das denn? Habe ich da drauf Zugriff vom Mining-Ofen? Vom Mining-Dings? Dass ich da drüber schieben kann einfach? Vier Bretter, okay. Ich habe da nämlich schon Bretter gesehen. Wo waren denn hier Bretter drin? Warum sind das jetzt bloß zwei?
4 wollte ich doch. So. Nenn das Lager am besten noch gleich Brennofen oder so. Die Uhr 23.11 Uhr. Ich denke mal, eine halbe Stunde mache ich noch. Und dann muss ich wieder finito machen. Costa, thanks for the follow. Hab eben daran gedacht, ob ich die Prediction zumache oder nicht. Nun sind 190. Close Prediction, yes. Good luck, everyone. Mein Und was passiert, wenn wir einfach die Schlacke irgendwo eingraben? Also Erde drüber machen, irgendwo reintun und Erde drüber machen? Geht das nicht?
Hä, warum? Ach so, ich habe noch eine Garnisteller. Mich gerade gewundert, warum kann ich hier nichts? Also wenn wir denn sozusagen wie so ein Endlager irgendwo machen, weitet das sich denn aus oder ist denn bloß das Stückchen Erde tot, was wir da auftun und ringsrum und so? Oder breitet sich das denn aus, diese Verschmutzung? Wenn sich das ausbreitet, ist natürlich schlecht. Wie gesagt, wenn sich das nicht ausbreitet, dann könnten wir ja irgendwie wie so ein Endlager machen. No problem, Lukas, you are welcome.